Hallo meine Damen und Herren, herzlich willkommen zurück zu WWE 13 und gleichzeitig zum letzten Part des Universe Mode Let's Plays von WWE 13. Lange hat's gedauert, ganz schön lange, der letzte Wrestling Part, beziehungsweise das letzte Wrestling Video ist schon Ewigkeiten her, wirklich Ewigkeiten. Und ich habe auch schon Ewigkeiten kein Wrestling-Spiel mehr gezockt, macht aber alles nix. Denn jetzt habe ich wieder Bock, bin wieder motiviert. Angestoßen durch WrestleMania 30. Vielleicht dazu noch mehr in einem anderen Video mal gucken. Allerdings nicht durch die Matches, sondern nur durch den Anfang von WrestleMania 30. Aber egal. Also ich bin jetzt wieder mehr motiviert, Wrestling-Spiele zu zocken. Ich muss mal gucken, wie viel dann kommt. Mal schauen. Eigentlich fehlen zwei Videos hier im Let's Play zum Universe Mode, denn eigentlich gäbe es noch zwei Matches mehr bei WrestleMania. Allerdings will ich jetzt wirklich dann auch mal zu WWE 2K14 kommen. Und ich habe ja gesagt, ich bringe zuerst das Projekt hier zu Ende. Und ja, ich will also jetzt wirklich so schnell wie möglich zu WWE 2K14 kommen, damit ich da auch mal weiterkomme. Weil da ist der Universe Mode irgendwie bei Part 20. Und den 30 Years of WrestleMania, den habe ich noch gar nicht weit gespielt. Aus diesem Grund der letzte Part, meine Damen und Herren, für dieses Projekt. Ein langes, episches Projekt. Ganz schön viele Leute haben zugeguckt. Viel mehr als bei all meinen anderen Projekten. Freut mich riesig, also hat mich gefreut, dass ihr so lange dran geblieben seid. Gut, durch die lange Pause werden jetzt einige wahrscheinlich nicht mehr da sein. Es ist aber auch wurscht, wir kommen jetzt auch dann endlich mal zum letzten Match. Ihr seht ja die ganze Zeit hier schon die Matchcard. Um den WWE-Titel geht's im allerletzten Match von WrestleMania. Ein Championship Scramble um den WWE-Titel. Momentaner Halter, wahnsinnig, aber es ist so. Wade Barrett. Gut, aber er hat starke Gegner, sag ich mal so. Stone Cold Steve Austin, Bret The Hitman Hart, The Rock und Randy Orton. So, Matcherlebnis habe ich auf episch gestellt. Es wird also nicht auf episch. Und jetzt starten wir wirklich rein. Sonst dauert das Video wirklich eine Stunde. Also, bis sofort. Beziehungsweise gleich nach den Entrances. Bin mal gespannt, wer hier den Titel mitnimmt. Y2J, Chris Jericho hat sich ja den World Heavyweight Championship gesichert. Jetzt bin ich mal gespannt, wer das Match bzw. das Projekt mit dem WWE-Titel verlässt. Wäre irgendwie krass, wenn das tatsächlich Wade Barrett ist. Also Championship Scramble, das heißt zwei fangen an, der Rest kommt dazu, oder? Wie war das? Ach, ich weiß schon gar nicht mehr, was ist ein Championship Scramble nochmal? Hab das Lineup hier für WrestleMania vor Ewigkeiten gemacht, da wusste ich noch, was es ist. Egal, jetzt die Einmärsche. Viel Spaß. Achso, da wird zuerst erklärt. Ach, Herr Jemine. Gut, also WWE 13 Championship Scramble. Zeitliche Begrenzung des Matches beträgt 10 Minuten. Zu Beginn des Matches stehen zwei Superstars im Ring und alle 2 Minuten betritt ein neuer Superstar den Ring. Genauso habe ich es ja doch noch in Erinnerung gehabt. Erzielt ein Superstar einen Pinfall oder eine Submission, wird er vorläufiger Champion. Wer nach Ablauf von 10 Minuten Champion ist, wird zum offiziellen Champion erklärt. Das heißt, wenn kein einziger Pin oder kein einziger Submission fällt, bleibt Wade Barrett Champion. Bei allem anderen snackt sich dann eben jeweils der andere, der den Pin oder die Submission macht, den Titel. Dann bin ich mal gespannt. Das letzte Match, meine Damen und Herren, für dieses Projekt. Viel Spaß. Jetzt kommen aber echt die Einmärsche. Oder? Oder? Jawohl. From Victoria, Texas, weighing 252 pounds, Stone Cold Steve Austin. Also Austin hier als erster im Ring, mit wem auch mit wem auch immer, das werden wir gleich sehen. Hat natürlich Vor- und Nachteile, erster zu sein, beziehungsweise unter den ersten beiden zu sein. Und, geht nochmal hoch. Vorteil ist, man hat erstmal nur einen Gegner. Wenn man schnell ist, kann man den schon mal pinnen. Weil sobald mehrere Leute im Ring sind, kann ein Pin oder eine Submission ja immer nochmal unterbrochen werden. Wenn es aber nur zwei Leute sind, dann geht das eben nicht. Diesen Vorteil hat die Steve Austin jetzt. Nachteil natürlich, wenn später mehrere Leute in den Ring kommen, also ja immer mehr, ist Austin schon angeschlagen. Und der jetzt noch kommt. And
approaching the ring from Miami, Florida, weighing 260 pounds. Ja, das gibt's ja gar nicht, meine Damen und Herren. Besser kann das Match wohl gar nicht anfangen. Steve Austin gegen Dwayne The Rock Johnson. Die beiden fangen also hier erstmal an in diesem Match. Wie gesagt, hat Vor- und Nachteile, aber gut, wenn ich ehrlich bin, ich glaube kaum, dass irgendeiner von den beiden es hier schafft, den jeweils anderen zu pinnen oder mit einer Submission Erfolg zu haben, bevor da noch jemand reinkommt, weil einfach jeweils der Gegner viel zu stark ist. Rein theoretisch könnte das aber ein Vorteil werden. Bin mal gespannt. Wahrscheinlich ist die frühe Platzierung für beide aber eher ein Nachteil, weil, wie gesagt, wenn der Fünfte reinkommt, sind beide schon mehr geschwächt als alle anderen. So, The Rock hat sich genug feiern gelassen von seinen Fans und jetzt geht's dann auch los. Rein ins allerletzte Match dieses Projekts. Ins allerletzte Match für WWE 13. Ich spiele natürlich niemanden, das wäre jetzt auch mal die Härte. Also, die Uhr tickt, 10 Minuten, go, ab jetzt. Und die beiden gehen direkt mal volle Suppe los. So muss das sein. Volle Suppe los ist auch voll der Satz, na egal. Rock mit der ersten Attacke, jetzt kommt aber Austin in der Ringecke hier. Und jetzt ist wirklich die Frage, schaffen die es... Oder schafft es einer den jeweils anderen hier zu pinnen, bevor jemand reinkommt? Ich glaube nicht. Es wird schwer, weil es sind eben nur 2 Minuten, beziehungsweise jetzt eben nur noch 1,5 Minuten. Das könnte durchaus eine schwere Kiste werden. Austin schnappt sich jetzt aber der Rock. So. Aber sieht schlecht aus, aber vielleicht, wenn er die ganze Zeit durchgehend auf den Kopf geht und dann gerade noch so... Bevor der Nächste reinkommt, den Stunner zeigt, dann könnte es durchaus was werden mit dem Cover, weil dann ist der Schädel eben schon angeschlagen und dann noch so ein Stunner hinterher, das wär's. Austin konzentriert sich bisher auch sehr auf den Kopf von The Rock, macht auch so weiter ordentlich. Der ging auch gegen den Kopf. Und Austin ist weiterhin derjenige, der das Match hier dominiert. Aber ja, es ist auch nur noch eine Frage der Zeit, bis hier der Nächste kommt. Jetzt vielleicht mal die Chance für The Rock. Nein, auch die schon längst vergeben. Bevor ich es ausgesprochen habe, schon so aus Suplex gegen den People's Champion. Die Fans stehen ebenfalls auf der Seite von Austin. Jetzt aber mal ein Konter von The Rock. Und da kommt direkt das Boots to Asses Schild. Aber es bringt leider doch nichts. Schon wieder Steve Austin hier mit dem nächsten Angriff gegen den People's Champ. Und jetzt kommt schon... Nee, das war doch... Ich dachte, jetzt käme schon der Signature. Aber der kam doch nicht. Und hier wieder ein Konter von The Rock. Hinterher direkt eine Clothesline gesetzt. Und jetzt sollte gleich der Nächste kommen. Bin mal gespannt, wer es wird. Es sind noch ein paar Sekunden. Und bam. Jetzt müsste wer reinkommen. Es ist Randy Orton. The Wiper. Mittlerweile ja wieder drin in Evolution, wenn ich das richtig mitbekommen habe. Aha, und Austin räumt jetzt erstmal den Kommentatorentisch auf. Jetzt alle drei draußen. Das könnte durchaus interessant werden. Orton schnappt sich Austin, schmeißt sie wieder rein in den Ring. Auch gut. Und dann erstmal ein Taunt. Ja, super. Das war sehr sinnvoll, was Orton da gemacht hat. Und dafür kassiert er jetzt auch erstmal ordentlich. So muss das sein. Dummheit muss bestraft werden. Rock jetzt mit der Chance, kann Austin sich da von hinten schnappen und kommt mit einem Suplex hier an gegen den Texas Rattlesnake und dann schnappt sich Randy Orton direkt mal The Rock. So, jetzt also 3 Leute schon im Ring, das heißt, es wird immer schwieriger, hier irgendwen zu pinnen, hier irgendein Cover durchzubringen, weil eben jeweils immer der andere nochmal unterbrechen kann. Der andere Punkt ist natürlich auch, dass Austin und The Rock jetzt wahrscheinlich ordentlich aufs Maul bekommen mit der Zeit. Denn beide sind schon angeschlagen, Orton noch nicht. Der als Nächstes reinkommt, in einer Minute auch nicht. Könnte durchaus dann aber böse enden für Rock und oder Austin. Für The Rock könnte es jetzt sowieso gerade böse enden, denn hier kommt der erste Finisher, meine Damen und Herren. Spear durch die Barrikade von Austin gegen The Rock. Jawohl. Also The Rock jetzt definitiv ordentlich angeschlagen. Die Frage ist nur, ob das auch irgendwer nutzen kann. Jetzt nochmal mit dem Schädel hier gegen den Ringpfosten. Jawohl. Und auch noch ein zweites Mal. Scheinbar keine Platzwunde, aber
Wehgetan hat das allemal. Dafür wird Austin jetzt aber umgenockt mit einer Clothesline von Randy Orton. Und The Rock freut sich, kann sich jetzt mal schön rächen an Stone Cold Steve Austin. Und jetzt kommt auch schon der Nächste. Und das wird sein Bret The Hitman Hart. Das bedeutet, als Letztes kommt definitiv rein der gute Wade Barrett. Vorteil, den Barrett hat, alle anderen sind schon angeschlagen, wenn er reinkommt. Möglicherweise sogar schon im Arsch. Bei The Rock könnte das durchaus der Fall sein. Nachteil, könnte durchaus sein, dass bis dahin irgendwer schon irgendwen gepinnt hat. Und damit, ja, vorzeitiger Champion ist, so wie es eben da stand. Oh, 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 Stuhl bei Austin, aber er kommt nicht zum Einsatz. Der Klappstuhl. The Rock war zu schnell, aber jetzt ist auch Austin schon wieder am Drücker. Beide treffen sich da gleichzeitig, während Orton im Ring Bret Hart vermöbelt. Aha, jetzt auch Rock und Austin wieder im Ring, im Geschehen. Und das Cover gegen Austin, aber der kommt sofort raus. Ich glaube, der hätte noch nicht mal wer unterbrochen, weil Bret Hart und Orton, die sind ganz schön aufeinander fixiert gerade. Nichtsdestotrotz, Austin kam sofort wieder raus aus dem Cover. Auch wenn ich es allen hier Anwesenden wesentlich mehr gönnen würde, den Titel zu haben als Wade Barrett. Und jetzt sehen wir das Cover von Steve Austin. Aber ohne Finisher ist hier nichts zu machen. Auch The Rock trotz Platzwunde und sichtbarer Verletzung am Kopf. Damit habe ich jetzt... Uiuiui, jetzt könnte vielleicht eine Submission kommen. Nein, auch das passiert nicht. Ich glaube, Austin war in den Seilen, oder? Na, egal. Also, keine Chance hier für Austin mit dem Cover. The Rock ist noch zu fit. Da muss ein Spinebuster her, zum Beispiel. Und jetzt der Stunner hinterher. Das wäre es dann gewesen. Aber ich glaube, Austin... Ah, nee, ich dachte, der wollte jetzt irgendwie die Treppe schnappen. Er macht's doch. Schnappt sich jetzt hier die Treppe und fängt sie schon wieder. Zweimal hintereinander eine Waffe in der Hand gehabt, aber zweimal hintereinander kam The Rock rechtzeitig dazwischen. Und jetzt kommt der momentane WWE-Champion in den Ring. Jetzt ist er im Ring. Und da ist er auch schon wieder draußen aus dem Ring. Was? Big Irish Whip? Wo war der denn? Also der von Austin gegen The Rock, der war jetzt nicht wirklich so big. So, Wade Barrett macht gar nichts. Der chillt nur hart. Lässt die anderen sich vermöbeln. Rein theoretisch kann er auch chillen. Momentan ist er Champion. Und wenn keiner irgendwie ein Cover bringt oder so, dann bleibt er das auch. Und The Rock kassiert weiterhin dritte Schläge und Attacken gegen den Schädel. Und jetzt kümmert sich Wade Barrett um ihn. Und auch er macht das gut. Geht gegen den Kopf. Oh, geht auch weiter so. Also The Rock, der hat hier definitiv danach eine Gehirnerschütterung. Nach diesem Match. Orton macht Bret Hart hier fertig. 3 Minuten sind es nur noch. Meine Damen und Herren, dann ist es vorbei. Auch Austin muss jetzt ordentlich kassieren hier vom frischen Wade Barrett. Und da war Austin sogar noch in den Seilen. Also gar keine Chance hier für Barrett, den Sieg zu erringen, beziehungsweise vorläufiger Champion zu werden. Oh, Austin und Barrett verlassen den Ring erstmal. The Rock kümmert sich jetzt um Randy Orton. Und jetzt könnten wir einen Balldriver durch den Tisch sehen. Und das tun wir auch, während Randy Orton fast The Rock pinnt. Und schon wieder der Reverse, während draußen Austin Barrett durch den Kommentatorentisch geschlagen hat, aber niemand unterbricht die da drin, aber sie kontern einfach immer nur. Niemand kann das Cover durchbringen. Doch jetzt! Randy Orton schafft es mit dem Cover hier gegen The Rock. Damit ist Randy Orton vorläufiger Champion, meine Damen und Herren. Und die anderen draußen, die chillen einfach nur. Die haben sich wahrscheinlich gerade aufgeregt, dass Randy Orton das Cover gemacht hat. Das könnte durchaus sein, beziehungsweise den Punkt, sage ich mal. Oh, 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 meine Damen und Herren, damit haben wir einen vorläufigen Champion und es ist Randy Orton und es sind auch nur noch 1 Minute und 40 Sekunden. Das heißt, Randy Orton ist hier in bester Dingen und dann nochmal der Konter gegen The Rock jetzt hier in besten Dingen, dieses Match zu gewinnen. Aber vielleicht sehen wir jetzt von Bret Hart, ja, das könnte durchaus sein, ne, doch nicht.
So, Austin jetzt gegen Orton. Es wäre, glaube ich, cleverer, sich The Rock zu schnappen, weil The Rock ist, glaube ich, auch wirklich der Einzige momentan, der hier coverbar ist, sage ich mal. Ich glaube, bei den anderen ist das nicht so wirklich drin, aber The Rock, der macht momentan Orton platt. Der rächt sich jetzt für das Cover eben. Ob es nochmal irgendwer schafft, jetzt Austin mit einer Submission, aber die wird unterbrochen von The Rock. Natürlich hatte Randy Orton da auch Glück, dass alle anderen außerhalb des Rings waren. Spinebuster jetzt gegen Randy Orton, vielleicht nochmal die Chance für The Texas Rattlesnake. Da war wieder ein Rope Break, war scheinbar ein Submission Hold, ich hab's gar nicht genau gesehen. Und The Rock jetzt gegen Wade Barrett, aber da kam Bret Hart direkt dazwischen. Das ist, glaube ich, jetzt unmöglich. Jetzt ist es, glaube ich, unmöglich, hier nochmal ein Cover zu machen, das auch wirklich durchgeht oder eine Submission, weil einfach alle fünf im Ring sind und es sind auch nur noch 20 Sekunden. Ich glaube, meine Damen und Herren, Randy Orton, der hier gerade auch wieder Austin in der Mangel hatte, wird dieses Match hier gewinnen und wird der neue WWE-Champion und damit auch der letzte für dieses Projekt. Ja, meine Damen und Herren, ich lege mich fest, das war's. Das war's. Randy Orton ist der neue WWE Champion. Da kommt er rein, der neue WWE Champion. Hier schlägt Bret Hart gerade daneben. Ah ja, da war die Platzwunde für The Rock. Jetzt sehen wir den Piledriver gegen Wade Barrett und wahrscheinlich gleich auch nochmal das Cover links. Jawohl, da ist es. Gegen The Rock von Randy Orton, während alle anderen nur draußen standen und gechillt haben. Und hier die letzten Sekunden, in denen dann klar wurde, dass Randy Orton der neue WWE Champion ist, meine Damen und Herren. Wir haben einen Sieger. Randy Orton ist der neue WWE Champion. Bret Hart kann es nicht fassen, The Rock liegt angeschlagen im Ring. Wade Barrett verliert seinen Titel und Austin hat zwar alles niedergemacht, was ging, aber trotzdem, Randy Orton ist der neue WWE Champion. Und das war's damit, meine Damen und Herren. Mit diesem Let's Play, mit diesem Projekt zu WWE 13, der Universe Mode, meine Damen und Herren. Ich hoffe sehr, dass euch dieses letzte Video gefallen hat und natürlich auch, dass euch das ganze Projekt gefallen hat. Sorry, dass so lange nichts kam, was die WWE angeht, beziehungsweise eben Wrestling Games. Mal sehen, wie stark sich das jetzt ändern wird. Wie gesagt, momentan habe ich Bock auf WWE 2K14. Wie sich das ändert wird, weiß ich nicht, keine Ahnung. Wie lange es dauert bis zum nächsten Wrestling-Video, weiß ich ebenfalls nicht. Das war's soweit von mir. Bis zum nächsten Mal. Dann definitiv nicht mehr im WWE 13. Tschüss.